Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um meine Lieblingsbücher. Viel Spaß mit diesem Video. Vorweg möchte ich noch sagen, ich habe diese Bücher jetzt nicht irgendwie gerankt nach Platz 1, 2, 3 oder so, sondern sie haben einfach für mich alle einen besonderen Wert. Es war schwer genug, überhaupt jetzt die Lieblingsbücher quasi auszusuchen und da haben sie einfach alle den ersten Platz zusammen. Und ich fange an mit S von Stephen King. Für diejenigen, die die Story so gar nicht kennen, es geht um 6 Erwachsene, die quer durch Amerika verbreitet wohnen und dann plötzlich alle einen Anruf von einem ehemaligen Freund aus Kindheitstagen bekommen, der sie an ein Versprechen erinnert, das sie im Alter von 11 Jahren geleistet haben, wo sie eben versprochen haben, wenn S, das namenlose Monster, das sie eben nur S genannt haben, zurückkommt, gegen das sie gekämpft haben. Wenn das also jemals zurückkommt, dann werden auch sie nach Derry zurückkommen, in ihre Heimatstadt. Und das ist jetzt eben der Fall. Sie haben S damals als Kinder scheinbar nicht getötet, sondern nur verletzt. Und jetzt, 27 Jahre später, ist es eben wieder zurück. S ist eben eine Geschichte, die so viel mehr ist als einfach nur ein Monster, das Kinder frisst und tötet, sondern es ist eine tiefgründige Geschichte über Angst und über vor allem die Mysterien der Kindheit und den Horror des Erwachsenseins. Es ist eine so schöne Metapher dafür, dass S, das Monster S, eine viel größere Macht über Kinder hat, weil die noch so viel Fantasie haben, sich das Undenkbare, das Übernatürliche vorzustellen, während Erwachsene das einfach ausblenden, weil sie sich nicht vorstellen können. Und gleichzeitig sind die Kinder aber auch der viel größere Widerstand gegen S, weil sie durch ihre große Fantasie das Ganze viel näher noch an sich ranlassen können. So ist das halt, das kommt. Die blockieren noch nicht direkt gegen alles, was den Naturgesetzen widerstrebt, und dann können sie kämpfen mit ihrer Fantasie, mit ihrer Angstlosigkeit, und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Des Weiteren ist es eine sehr, sehr schöne Geschichte über Kindheit, über Freundschaft, über Liebe und auch über Verlust. Das ist teilweise eine unfassbar traurige Geschichte auch, aber gleichzeitig hat man auch viele Lachmomente in dieser Geschichte, viele Momente der Fantasie und der Kindheit einfach, und das ist so, so schön an dieser Geschichte. Wenn ihr das mal ausführlicher hören wollt, dann klickt doch mal hier auf das i, da habe ich meine ausführliche Rezension zu S verlinkt. Für mich hat S noch einen viel emotionaleren Wert, einfach deshalb, weil es das erste Buch war, was mich wieder zum Lesen gebracht hat. Ich habe zwar auch als Kind und Jugendlicher schon viel gelesen, aber so in meiner späten Jugend ist es dann doch immer weniger geworden. Und Ende 2017 war es eben das erste Buch, was mich wieder so richtig gefesselt hat und was mich zum einen viel mehr so in die Erwachsenenliteratur gebracht hat oder wieder zum häufigen Lesen, zum anderen aber auch einfach zum Stephen King Lesen. Ich habe da nach so viel Stephen King gelesen, bin zum richtigen Stephen King Fan mutiert, und deswegen hat es einfach auch eine sehr große Bedeutung für mich, weil es für mich einfach auch diesen Anfang signalisiert. Weiter geht es mit Momo von Michael Ende. Ich weiß, dass ich Momo als Kind mindestens einmal gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich es mehrmals gelesen habe. Ich habe auch den Film damals gesehen und eben jetzt erst vor kurzem wieder gelesen, erst vor ein paar Wochen. Und das ist eine so schöne Geschichte für alle, die sie nicht kennen. Es geht um ein ungefähr 10-jähriges Mädchen namens Momo, die in einer alten Ruine eines Amphitheaters in einer großen italienischen Stadt wohnt und dort sehr viele neue Freunde findet, sehr viele Kinder vor allem, aber auch einige Erwachsene, und da sehr, sehr viel Spaß hat, vor allem durch ihre Fähigkeit des Zuhörens und der Fantasie und der Kreativität, des kreativen Spielens. Bis dann eben eines Tages die grauen Herren in der Stadt auftauchen und den Menschen ihre Zeit stehlen. Und ich finde das eine so, so schöne Analogie, weil die grauen Herren rechnen den Menschen dann immer haargenau vor, wo, an welchen Stellen sie wie viele Sekunden ihres Lebens verschwenden und wo sie sparen sollten, um mehr Zeit übrig zu haben. Was allerdings sehr schnell auffällt, je mehr die Menschen Zeit versuchen zu sparen, desto weniger Zeit haben sie am Ende. Und das ist so wahr, weil es einfach genau so ist. Je mehr man versucht, Zeit zu sparen, desto mehr hastet man durchs Leben und desto weniger Zeit hat man eigentlich am Ende übrig und desto weniger Spaß hat man auch im Leben. Und das fällt dann eben der kleinen Momo auf, dass sich plötzlich ihre Freunde alle verändern und weniger Zeit für sie haben, bis sie dann eben anfängt, die grauen Herren zu bekämpfen. Und es ist einfach eine unglaublich schöne Geschichte. Man muss dazu sagen, sie ist aus den 70ern, das ist 50 Jahre her fast, und trotzdem ist die Geschichte aktueller denn je. Man fragt sich, was, damals war das schon aktuell und heute ist die Gesellschaft doch eigentlich erst so schnelllebig geworden.
Und man hat so das Gefühl, die Geschichte wird immer aktueller, je älter sie wird, weil sie einfach so sehr diese Schnelllebigkeit der Gesellschaft kritisiert und die wird ja immer, immer schneller. Des Weiteren blüht bei dieser Geschichte einfach auch mein Pädagogenherz auf, mein Erzieherherz, weil es eben sehr viel auch um diese Konsumkritik geht. Denn immer häufiger kommen auch Kinder in diese Ruine, die dann irgendwelches teures Spielzeug mithaben. Und die Kinder stellen sehr schnell fest, dass man damit eigentlich gar nicht so gut spielen kann, weil ja immer schon der Verwendungszweck vorgegeben ist. Und dann kann man der Fantasie eben viel weniger Freilauf lassen. Und das ist, was ich eben auch immer wieder denke. Klar, man sollte jetzt nicht den Kindern alles herkömmliche Spielzeug irgendwie wegreißen oder so. Aber es ist einfach so wichtig auch, dass Kinder mal auch mit Spielzeug spielen, was keinen vorbestimmten Zweck hat, wo sie einfach kreativ werden können. Was wollen die denn mit irgendeinem Spielzeug, wo genau der Zweck vorbestimmt ist? So werden sie ja nicht kreativ und was sollen die denn damit spielen? Zuletzt, ich wünschte, es wäre nicht zuletzt, habe ich noch meine absolute All-Time-Favorite-Reihe. Es handelt sich um 7 Bücher. Wie könnte es anders sein? Es geht natürlich um Harry Potter. Harry Potter habe ich im Alter von 9 Jahren zum ersten Mal vorgelesen bekommen. Das ist mittlerweile 11 Jahre oder so her. Und ich war einfach von der ersten Seite hin in dieser Welt drin, in die ich immer wieder Zuflucht finden konnte, wenn es mir mal nicht so gut ging. Harry Potter ist für mich einfach viel mehr als eine Geschichte. Es ist einfach eine Welt. Ich liebe die Charaktere, ich liebe Harry, Ron und Hermine und alle anderen. Ich habe das auch sehr zum Ausdruck gebracht durch eine gewisse Harry Potter Real Life Reihe, die man eventuell noch hier auf YouTube finden könnte in einer Playlist. Vergesst das wieder. Harry Potter ist auch noch so viel mehr als die Geschichte und die Welt, weil es auch so viele Bezüge zur Realität hat. Man sieht sich nur mal den Spiegel Nähegab an und die Irrwichte und die Dementoren, die Irrwichte besonders deshalb, weil es genau die Weise ist, wie man Ängste besiegt, indem man sie lächerlich macht und sich darüber lustig macht. Und dann die Dementoren, indem man die negativen Gefühle ausblendet, indem man eben positive Gefühle hat. Und das ist unfassbar schwierig und das wird unfassbar gut über diesen Patronuszauber rübergebracht, dass es einfach schwierig ist, diese negativen Gefühle zu überwinden. Harry Potter ist einfach meine Kindheit und auch meine Jugend gewesen und ich liebe es heutzutage immer noch. Ich lese immer wieder die Bücher und höre die Hörbücher mal von Rufus Beck, mal von Stephen Fry, auch wenn natürlich Rufus Beck immer die wahre Harry Potter-Stimme bleiben wird, weil ich es damit einfach kennengelernt habe. Rufus Beck ist und bleibt Harry Potter, da kann niemand anders ran, zumindest für mich, da kann natürlich jeder seine Wahl haben, wie er es haben will. Ich liebe auch die Filme von Harry Potter. Seit 5 Jahren mache ich eigentlich fast jedes Jahr einen Harry Potter-Marathon mit Freunden, wo wir wirklich 24 Stunden lang, fast 24 Stunden lang alle Filme schauen. Ich liebe die Filme, aber die Bücher sind natürlich immer besser. So ist es einfach. Die Bücher sind einfach die Welt und die Filme sind eine schöne Zusammenfassung. Harry Potter ist und bleibt einfach meine All-Time-Favorite-Reihe. Das habe ich jetzt, glaube ich, zum Ausdruck gebracht und auch wenn ich irgendwann vielleicht die Geschichte satt bin, wir wollen es nicht hoffen, wird es trotzdem immer ein großer Teil meiner Kindheit und meiner Jugend bleiben. Das lässt sich nicht leugnen und ich werde es immer in meinem Herzen behalten. Harry Potter ist mein Leben. Das war jetzt kitschig und auch ein bisschen übertrieben. Ja, Leute, das war's jetzt. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Ich habe natürlich sehr viele Bücher, gerade auch von Stephen King, weglassen müssen, was mir sehr schwer gefallen ist. Aber ich wollte mich wirklich auf 3 Bücher, Schrägstrich Reihen beschränken. Und das kann sich ja auch immer mal wieder ändern. Je nach Lebenslage sind dann wieder andere Bücher natürlich aktuell, die Lieblingsbücher. Ich finde, das kann sich durchaus ändern, auch wenn natürlich manche Sachen, wie zum Beispiel Harry Potter, mein absoluter All-Time-Favorite bleibt. Vielleicht wird es also im Jahr nochmal so ein Video geben. Wer weiß. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Kommentiert doch gerne, gebt einen Like und abonniert. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch wirklich jedes Mal eine Benachrichtigung kriegt, wenn ein neues Video kommt. Der Algorithmus spielt da manchmal ein bisschen verrückt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.